Mein Leben lang habe ich die Antworten gesucht, die mein Vater und meines Vaters Vater nie gefunden haben. Wer waren die Precursor? Warum erschufen sie die riesigen Monolithen, die überall auf unserem Planeten verstreut sind? Wie haben sie das Eko bezwungen, die Lebensenergie dieser Welt? Was war ihr Plan und wieso verschwanden sie? Ich habe die Pflanzen befragt, aber sie erinnern sich nicht. Die Pflanzen haben die Felsen befragt, aber die Felsen wissen es nicht mehr. Nicht einmal die Felsen können sich erinnern. Jede Faser meines Körpers sagt mir, dass sich die Antworten im Besitz eines jungen Mannes befinden, der sich seines Schicksals nicht bewusst ist, dem nichts daran liegt, die Wahrheit zu finden, der meine Führung ablehnt. Aber warum sollte er auch schon auf den alten Samos, den Weisen, hören? Ich bin ja nur der Herrscher des grünen Ekos, einer der weisesten Menschen der Welt. So scheint es, dass die Antwort nicht etwa durch sorgfältige Forschung oder vernünftiges Überlegen gefunden wird. Oh nein! Wie so viele schicksalhafte Geheimnisse fängt alles mit einer kleinen Ungehorsamkeit an. Hey, Jack, der grüne Kerl hat uns doch verboten, hierher zu kommen. Sucht weiter nach Artefakten und nach Eko. Wenn die Einwohner Precursor-Gegenstände besitzen, ihr wisst, was zu tun ist. Bestraft jeden hart, der das Dorf verlässt. Wir werden zur rechten Zeit angreifen. Was wollen wir überhaupt hier, Jack? Mir läuft's kalt den Rücken runter. Blöder Precursor-Schrott. Was ist das für ein dunkles Zeug da? Sieht ja nicht gerade einladend aus. Der Weise plappert ständig über die Precursor, die das Zeug hier erbaut haben. Wohin sind sie gegangen? Warum erbauten sie diesen Schrott? Ich mag Precursor-Orbs und Energiezellen genauso wie jeder andere, aber wenn du mich fragst, waren das schon echte Loser. Wie hast du das gemacht? Jack, ich glaube, es gibt Ärger! Hättest du auf mich gehört, dann was? Okay, alles klar. Mir geht's gut. Was in grünen Teufelsnamen wollt ihr zwei? Wir waren dabei. Ich war... Du sei still. Anstatt meinem Rat zu folgen, seid ihr beiden an dem einzigen Ort herumgestreunt, den ich euch verboten hatte. Der Nebelinsel. Das stimmt und ich... Und Dexter, du hast endlich das überfällige Bad genommen, aber in einer Wanne voll mit dunklem Eko. Also, alter Mann, willst du hier jetzt rumquatschen oder hilfst du mir raus aus dem Schlamassel? Ich werde weiter rumquatschen, denn ich finde, du siehst viel besser aus als vorher. Und außerdem, ich könnte dir gar nicht helfen, auch wenn ich wollte. Was? Es gibt nur eine einzige Person, die das dunkle Eko lange genug erforscht hat, um dich vielleicht zurückzuverwandeln. Gol Acheron, der Weise. Aber er lebt weit entfernt im Norden. Weit, weit im Norden. Seit Ewigkeiten hat niemand mehr mit ihm gesprochen. Ich würde euch ja dorthin teleportieren, aber auch das kann ich nicht. Keiner der drei anderen Weisen hat es für notwendig erachtet, sein Tor einzuschalten, schon seit langer Zeit nicht mehr.
Der einzige andere Weg zu Fuß nach Norden führt durch den Feuercanyon. Aber der heiße Boden schmilzt sogar Precursor-Metall. Ihr könnt da nicht einfach so durchgehen. Aber ihr könntet durchfliegen, wenn ihr einen Zuma mit Hitzeschutzschild hättet. Zufällig arbeite ich im Moment gerade an so einer Maschine. Mit nur 20 Energiezellen hätte sie genug Energie, um der Hitze des Canyons zu widerstehen. Nicht wahr, Papi? Ja, Kira, das könnte klappen. Aber wo sollen der Junge und die halbe Portion der 20 Energiezellen herbekommen? Von den Dorfbewohnern. Die meisten von denen haben irgendwo ein oder zwei Energiezellen rumliegen. Und auch wenn sie sie nicht hergeben wollen. Mit ein paar netten Precursor-Ops kann man ihre Meinung schon ändern. Und bestimmt gibt es draußen in der Wildnis noch mehr Energiezellen, die nur auf ein paar mutige Abenteurer warten. Nun, einen mutigen Abenteurer haben wir ja schon. Mutige Abenteurer? Ihr beide würdet ohne Anleitung nicht mal aus dem Dorf rausfinden. Bevor ihr mit irgendetwas anfangt, solltet ihr lieber durch das Warp-Tor gehen und am Felsgeysir ein wenig üben. Da gibt sich noch mehr von diesem dunklen Eko-Zeugs, oder? Ich will nicht nochmal reinfallen und dann so aussehen wie du. Rein da, bevor ich euch beide in Unkraut verwandle. Du kannst nicht zurück durch Sprungtor, bis du alle vier Energiezellen auf dieser Insel gefunden hast. Dieses Gerät ist ein Kommunikator. Damit können mein Vater und ich euch jederzeit bei eurer Suche Ratschläge geben. Ja! Diese schwebenden, eiförmigen Dinger sind Precursor-Orbs. Wenn ihr genug davon sammelt, geben euch ein paar der Dorfbewohner eine Energiezelle dafür. Das ist eine Energiezelle, das wichtigste Precursor-Artefakt, das ihr finden könnt. Ihr müsst 20 davon sammeln, damit ich den Hitzeschild für euren Agraf-Zoomer aktivieren kann. Manchmal musst du mit größerer Kraft zuschlagen. Um eine dieser Kisten zu öffnen, musst du hochspringen und dann mit den Händen voran abtauchen. Hey, ihr habt eine meiner Spähfliegen gefunden. Ich habe 7 davon in jedes Gebiet entsandt, um nach Energiezellen zu suchen. Aber die Lurker müssen sie alle gefangen haben. Ich wette, wenn ihr alle 7 in einem Gebiet findet, bekommt ihr bestimmt noch mehr Energiezellen. Das hier ist blaues Echo. Es enthält die Bewegungsenergie. Mit blauem Echo kannst du schnell rennen, Kisten aufbrechen und sogar einige Precursor-Artefakte aktivieren, wenn du in ihre Nähe kommst. Schau, wie sich mit jedem aufgehobenen blauen Ekohaufen die Zeit verlängert, in der du es benutzen kannst. Das ist eine Precursor-Tür. Sie lässt dich nur öffnen, wenn du blaues Echo durch deinen Körper laufen lässt. Das ist eine blaue Eco-Öffnung. Hier ist das blaue Eco viel konzentrierter als bei den schwebenden Haufen. Deshalb bekommst du hier eine volle Ladung davon, die du für die maximale Zeitdauer nutzen kannst.
selbst den Precursor-Artefakten, die schon seit Jahren nicht mehr aktiviert worden sind, Energie einhauchen. Diese kleinen grünen Energiebälle auf dem Boden sind eine Echo-Art. Hebe 50 kleine oder einen großen grünen Echo auf, dann wird deine Gesundheit verbessert. Springst und dann in der Luft gleich nochmal springst, kannst du auf einen höher gelegenen Vorsprung gelangen. Gefunden. Komm zurück zum Sprungtor, damit ich dich zurück ins Labor befördern kann. Beeil dich!